Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Westeros Total War mit mir, dem Andy. Und es hat lange gedauert, bis diese Folge jetzt gekommen ist, weil... Ja, warum eigentlich? Für die, die es bei Facebook nicht gelesen haben, ich suchte, beziehungsweise suchte es übertrieben, ich spiele einfach momentan nur noch Arma 3, altes Live. Was macht einfach mega viel Fun und mega viel Spaß, weshalb ich einfach überhaupt nicht dazu komme oder auch eigentlich überhaupt keine Lust habe, irgendwas derzeit was anderes zu spielen. Aber jetzt dauert es gerade doch eine halbe Stunde, beziehungsweise 20 Minuten, ja, ein bisschen mehr, bis zum Server-Restart auf dem Server, wo ich immer spiele. Und dachte ich mir, komm, in der Zwischenzeit kannst du eigentlich mal eine Folge aufnehmen, um den Leuten zu sagen, du bist noch nicht tot, du bist nicht im Gefängnis, du bist nicht schwer verletzt, du bist nicht operiert, du hast nicht mit YouTube aufgehört, du machst noch weiter. Es ist nur so eine kleine, ich nenne es mal altes Live-Pause. Kleine Anführungszeichen, ich weiß noch nicht, wie lange ich das Spiel so exzessiv, in Anführungszeichen exzessiv spielen werde. Aber okay, jetzt widme ich mal erstmal wieder dem Spiel Westeros, Total War. Wir sehen meine Schulden. Wir sehen meinen Gewinn, der ist immer noch negativ, obwohl ich irgendwie gar keine Truppen habe. So, jetzt haben wir verschiedene Optionsmöglichkeiten. Entweder ich kämpfe hier noch ehrenhaft weiter, wo ich aber schwer beurteilen kann, ob das sinnvoll ist. Ich nehme mal an, es ist nicht sinnvoll, weil eigentlich habe ich keine Siegchancen mehr. Ich habe, meine Truppen gehen gen Null. Ich habe so viele Schulden. Im Prinzip haben die Boltons verloren. Also wir können es nochmal anschauen. Ich habe zwar hier Kraunstein. Hier habe ich ein bisschen Truppen. Aber im Großen und Ganzen macht das nicht viel Sinn. Ich kann vielleicht wenigstens nochmal versuchen, meine Finanzen zu erneuern. Dafür müsste ich den, kann ich den auflösen? Yes. My lord. My king. Yes. Sire. Oder muss ich den dafür aus der Burg rausholen? Ah, jetzt. Hä, kann ich keine Leute, kann ich keine Leute, hier solche Leute aus... Na gut, dann greife ich mit dem hier an. Und lass, mach mal automatisch. Klare Niederlage, wunderbar. Also ich muss einfach Truppen tot schicken, quasi. Also das sind jetzt hier nur noch so quasi Suizidangriffe, damit ich vielleicht meine Finanzen wieder in den Griff bekomme. Okay, da ist schon mal einer tot. Mache ich jetzt Gewinn? Ja, ich mache jetzt wenigstens etwas Gewinn. So, die Burg hier ist quasi jetzt aufgegeben. Dann nehme ich den mit dem Trupp hier. Begib mich mal auf den Rückzug. Während ich die mal hier belasse. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Mehr Armeen habe ich gar nicht. Dann wird die Burg hier auffallen. Nächste Runde schauen wir einfach, was uns erwartet. Also, die andere Option wäre, anstatt das hier jetzt weiterzumachen, nochmal neu anzufangen. Das würde ich vielleicht sogar favorisieren, auch wenn ich eigentlich gerne ehrenvoll bis zum Ende spiele. Weshalb ich noch gucke, ob ich vielleicht was retten kann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Jetzt müsste ich wieder Minus machen, ja. Beziehungsbericht. Gut und herausragend. Siedlung ausgeraubt. Krähennest. Aber ich verstehe nicht, warum meine Armee 2500 kostet. Yes. Hm. Der soll bitte sterben, der Typ. Moving to crush the enemy. Besieging the cowards, my liege. Yes, sire. They're not going anywhere. They'll wish they'd never been born, sire. Kann er jetzt nicht direkt angreifen? Only a matter of time until the slaughter begins. We shall slaughter them, my lord. Belagerung abbrechen. Yes, sire. But this implies we fear them. Oder dass ich hier irgendwo in den Suizid gehen.
It's not possible, my lord. Are you joking, sire? Can't do it, sire. What? Kann überhaupt nicht mehr bewegen, wunderbar. Marching, sir. So, dann positioniert der sich mal hier. Your will, sire. Der kommt mal bitte raus. Yes. Command me, sire. Obwohl, den muss ich im Prinzip schon behalten. Und jetzt die Truppen werde ich hier doch mal behalten dürfen. Oder wie weit muss ich? Ich verstehe nicht, wie ich wieder in Gewinn kommen soll. Das scheint ja gar unmöglich zu sein. Keine Ahnung. Beziehungsbericht, herausragend gut. Ja, ich könnte theoretisch eine Menge rekrutieren, wenn ich das nötige Geld hätte. Wie hoch ist jeder Steuersatz? Den kann ich da wahrscheinlich gar nicht erhöhen. An order. Yes. So, der soll bitte marschieren. Them, spent. Yes. Während der jetzt, ach hier die Burg angreift. Yes, moving to crush the enemy. Beziehungsweise. Dead once we breach the wall, sire. Yes, sire. But we could have had them. Ach, dann belagert er einfach so, dann wird er gleich angegriffen. Aber warte, ich kann jetzt eigentlich echt in diesem Let's Play nicht mehr viel machen, außer warten, außer ich starte das Let's Play neu. So, jetzt wird der sterben. Der kann doch nicht fliehen, der soll sterben. Yes, sire. Break off the siege. Nein. Nein, die Nachtwache kriegt kein Geld, als ob ich Geld hätte. So, der Typ hier geht jetzt bitte wieder in die Schlacht. Kann doch wohl nicht wahr sein, was da los ist. So, der Lord von Crownshire marschiert wieder nach Hause. We go no further today. Ich mache immer noch Minus, ich kann das Let's Play aufgeben. Ich könnte höchstens die Einheit auflösen. Jetzt mache ich zumindest 254. Es kann doch nicht sein, dass... So, wie viel Unterhalt koste ich? Ich habe 2000 Armeeunterhalt. Jetzt mache ich... Ich mache Gewinn 3300, Verlust 3000, hauptsächlich durch Armeeunterhalt. 2000 Armeeunterhalt habe ich, so. Aber ich habe nur den. Und den. Und der hier verbraucht ja keinen Armeeunterhalt, oder? Der verbraucht 104. An order. Der verbraucht 475. Das sind ungefähr, was weiß ich, 500, 600. Der hier. Yes. Command me, sire. Wir verbrauchen nochmal 300, ich war also ungefähr 400. Und ich weiß echt nicht. Move! Yes! Soll es in die Stadt gehen? What the fuck, geht doch. So, ich kann jetzt einfach nochmal eine Runde nach Runde passieren lassen, aber ich vermute mal, dass das nichts mehr wird. Ich vermute ganz stark, dass das nichts mehr wird. So, jetzt geht bitte, wo ist er? Orders. Unser lieber Selbstmordtyp hier in den Kampf. Sire, we need to fall. Der ist immer noch nicht tot. We shall continue tomorrow, sire. Es kann doch nicht wahr sein, wie viel der überlebt. Orders. Wie sieht's eigentlich mit der Zeit mit dem Stammbaum der Boltons aus? Der würde dann sterben, dann würde der das machen. Ach nee, Metka ist ja sowieso noch zu Hause.
Ja, das ist echt, im Prinzip bin ich echt eingeschlossen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das Geld wieder in Lot bekommen soll. Irgendwie scheint, vielleicht ist es auch verbuggt oder so, wer weiß. Vielleicht ist es auch verbuggt. Kann ja auch sein. An order. Weil irgendwie machen meine Finanzen einfach nur keinen. Yes. De facto machen die I've überhaupt keinen tried Sinn. whipping them, Kann mir sire, erzählen, was but the man will, men die are machen keinen spent, Sinn. sire. To war then, sire. Sire, it's Ist no er jetzt endlich use. tot? We need to fall Der ist immer noch back. nicht tot. We have marched our limit today, sire. Kann doch nicht wahr sein, wie viel der aushält. Der greift eine Armee nach der anderen an und lebt einfach noch. So, jetzt direkt nochmal ein Kampf. Wunderbar, er ist tot. Ein ehrenvoller Tod. Ganz gleich, wie dieser Mann sich Zeit seines Lebens verhalten hat, sein Tod kann nur als edel beschrieben werden. Tapfer hat er sich behauptet und sein Schicksal akzeptiert und so den Tod der Schande einer feigen Flucht vorgezogen. So, wie sieht denn jetzt mein Gewinn aus? Jetzt mache ich geplanter Gewinn 182, es macht keinen Sinn. Es macht sowas von keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ist das Spiel verbuggt oder was? Ich töte hier meine Einheiten, meine Armee nacheinander und der Gewinn erhöht sich einfach nicht. Das muss doch verbuggt sein, oder? Kann doch nicht sein. Es macht so einfach dann keinen Sinn. Geplanter Gewinn. Soll ich jetzt auch noch meinen Anführer. Soll ich hier jetzt auch noch bei. Ich kann soll ich ja noch den auflösen oder was? Ich habe jetzt nur noch in meiner gesamten Armee, ja? Zwei Generäle, ja? Und die wollen mir erzählen, dass das Unterhalt 1850 Armeeunterhalt kostet. Wo auf der verdammten Map habe ich noch My Truppen? Ich habe Lord doch nirgendwo speaks mehr highly of Truppen. you, Oder sire. verstecken die sich irgendwo verpackt in irgendwelchen Ritzen? My king. Ist doch scheiße. Habe ich hier noch ein Schiff? Fleet ready, sire. Ja, ihr werdet jetzt auch aufgelöst. Wir haben die gekostet. Ah, da haben wir's. Da haben wir's. Jetzt habe ich Armeeunterhalt 850. Gott, also das war jetzt echt gerade zum Kotzen. So, jetzt muss ich meine Schulden abbezahlen und dann gehen die Boltons gen Sieg, sage ich euch. Schulden abbezahlen und die Boltons gehen gen Sieg. Schulden abbezahlen, wir splashen einfach alles. Wir lassen erstmal so die anderen Häuser und Königreiche gegeneinander so betteln und die hauen sich kaputt, die schwächen sich gegenseitig. Aber die Boltons, die bauen sich wieder Order. auf. Die werden eine neue Macht bauen. Und We'll nichts kann sie stop them. aufhalten. Das verspreche ich euch. Die Boltons werden wieder auferstehen. Voller Stärke und voller Macht. Wir haben jetzt erstmal eine kurze Auszeit, wo wir geschwächt sind. Aber die Boltons lassen sich nicht vernichten. Ah, Wunder. House Bolton haben einen neuen Sohn. Wunderbar. Weil es war auch so, die Boltons wurden eins von den Starks besiegt. Das war eine lange Zeit. Und jetzt ist wieder eine kurze Pause, wo man erstmal Schulden zurückzahlen muss, sich regenerieren muss. Aber man wird wieder erstarken. Und nein, Nachtwache kriegt nichts in den Arsch geschoben. Können sich selbst irgendwo ihre Finanzen herholen. Wir sehen schon, die Schulden sinken schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir das wieder ins Lot. Oh, wir können jetzt nicht viel machen, als eine Runde nach der anderen passieren lassen. Aber dann kommt der Endsieg wird kommen. Man muss nur dran glauben, die Faust zusammenballen und dem Sieg entgegengehen. Mission gescheitert, ja, ist scheißegal. Neues Familienmitglied, ja, fickt euch durch die ganze Welt und produziert Kinder, ist mir jetzt scheißegal. Ich will einfach, dass ich wieder Truppen habe, dass ich wieder was machen kann. Denn so wie es derzeit ist, mache ich nichts bis auf Schulden zurückzahlen. Jede Runde 1000 noch was oder wie viele Schulden das jetzt genau waren, also wie viel Gewinn, den ich pro Runde mache. Ich glaube, das ist auch nicht ihr bekannt als, what the fuck, warum bekomme ich 3000 Drachmen? Der Rat ist von euren Führungsqualitäten beeindruckt. Ja, meine Führungsqualitäten sind nämlich so geil und hofft, dass ihr dieses bescheidene Geschenk als Dank für eure Taten in der Vergangenheit und in Zukunft annehmen werdet.
Der Adelsrat hat uns 3000 gegeben. Das kann natürlich unsere Schulden etwas decken. Das ist natürlich wirklich von Vorteil. Geplanter Gewinn. Warum mache ich jetzt so viel Gewinn pro Runde? Oder war das nur gerade, weil ich das Geschenk bekommen habe? Wahrscheinlich. Schick deinen Abgesandten. Wohin? Haus Arryn. Wo genau hin? Dahin soll ich einen Abgesandten schicken. Gut, habe ich denn irgendwo einen Abgesandten? Greetings, most noble. Ich glaube schon, dass ich irgendwo mal einen hatte. Ach, da ist er sogar. Your orders, sire. Und was soll ich da genau machen? Es sind Fremde nahe bei unseren Toren, von denen wir wenig wissen. Der Rat schlägt vor, dass ihr dieser Seite einen Abgesandten schickt, um ein diplomatisch... Okay. Diplomatische Beziehungen aufbauen. Wo war das denn nochmal genau, Haus Arryn? War hier oben irgendwo, ja genau, wunderbar. Yes, sire. So, der geht dahin. Yes. Der geht gerne Edelweiß. Wir beenden nochmal die Runde. Wir sehen, wir haben nur noch 7381 Schulden. Was bedeutet, wir zahlen langsam unsere Schulden ab. Und dann können wir wieder eine gewaltige Armee aufbauen. Aber ich glaube, das ist jetzt für euch nicht so spannend, weshalb ich die Folge jetzt auch beenden werde. Die Schulden werde ich jetzt einfach noch so abbezahlen. Ich werde jetzt die Roten einfach so noch weiter drücken. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von meinem Plan haltet. Und allgemein, ihr könnt einfach alles in die Kommentare schreiben, wie ihr das Let's Play findet. Ob ihr irgendwie Tipps und Kritik ist immer gerne gesehen. Aber auch natürlich, wie ich es weitermachen soll. Also findet ihr meinen Plan gut, die Boltons wieder erstarken zu lassen, wieder auferstehen zu lassen, nachdem die Schulden abgezahlt wurden, dann mit einer neu aufgebauten Armee dem Sieg entgegenzumarschieren. Und auch mich würde interessieren, ob ich die vielleicht den Starks den Krieg erklären soll und jetzt versuchen soll, die Starks von innen aufzufressen oder es weiter gegen Lannisters und Haus Baratheon von Königsmund und so versuchen soll. Also schreibt mir da bitte in die Kommentare, wie ich vorgehen soll. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wann die kommt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht kommt sie schon morgen, was ich aber irgendwo bezweifle. Wie gesagt, wegen Altes Live. Aber in den nächsten Tagen, ich werde bestimmt irgendwo einen Zeitpunkt finden, wo ich aufnehmen kann. Also freut euch schon auf die nächste Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.